Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Kannst du mich mal? Ja, wir haben... Boah, was haben wir gemacht als letztes? Ach ja, wir haben... Stimmt, wir haben aus dem... Wie heißt es? Slow Comes Joes oder sowas? Haben wir den Prototypen für die Railroad rausgeholt von... Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sieht aus wie eine Art kleiner Sender. Hat Ähnlichkeit mit einem... Selfboy? Heißt das Ding, glaube ich? Ja. Jetzt sollen wir wieder zurück zu der Kirche und... Keine Ahnung, was damit machen. Wir fangen wirklich an, etwas zu bewegen. Ja, das könnte gut sein. Und ich weiß jetzt auch, warum hier keine Leute kommen. In die Burg. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt. Warum haben wir hier nur 6 Leute? Die ganze Zeit, permanent... Es kommen keine mehr. Bis mir aufgefallen ist. Moment, ich muss hier mal kurz einstellen. Genau, bis mir aufgefallen ist. Es können keine Leute hierher kommen, weil wir kein Funkleitstrahl besitzen. Ich habe gedacht, das Ding gilt als Funkleitstrahl, aber das ist tatsächlich nur der Radiosender. Was bedeutet, wir bauen zuallererst mal so ein Funkding, damit hier auch mal neue Leute rankommen. Nicht jetzt. Was war denn das gerade? Achso, das ist Feuer. Wie ging das nochmal? Energie wahrscheinlich. Und dann sonstiges. Aha, da haben wir einen. Ach, ich würde sagen. Stellen wir dann direkt hier dran. Hier steht ja gut, oder? Ja, prima. So. Damit. Okay, ne. Er ist an. Okay, damit hätten wir das. Jetzt ist hier gerade wieder so ein Todessturm. Aber der macht uns nicht so viel aus. Ich muss hier noch gerade mal. Schrott. Warum wiegen wir denn so viel? Ach ja. Da war was. Also, ich würde sagen, wir gehen mal direkt zu der Kirche, ohne hier. Noch länger zu trödeln. Und guck mal, was die super Old North Church Railroad Kacke da zu sagen hat. Weil wir eigentlich bei der Bruderschaft sind. Und ich glaube, Railroad ist Feind von Bruderschaft. Also wird mir jetzt so logisch in den Sinn kommen, weil die Railroad hilft quasi den Sins, dass man die als eigene Lebewesen sozusagen erkennt oder akzeptiert, aber die Bruderschaft ist dann eher so, ja, keine Maschine darf ein Bewusstsein entwickeln und so. Aber gucken, wie sich das entwickelt. Und warum ist hier das Ding so verpixelt? Was soll das? Das ist merkwürdig. Naja. Also, da sind wir. Wir haben immer noch keinen Special-Eingang gefunden. Wir müssen jetzt durch die komplette Kirche und dann noch durch den Keller so durch und... Ja. Wäre schön, wenn man da irgendwie... normal durchkommen könnte. Beziehungsweise, es wäre gut, wenn man so eine Abkürzung hätte. Wo man dann irgendwie direkt unten in die Basis kommt. Gibt's aber wahrscheinlich noch, weil wir waren ja noch gar nicht in der Basis. Weil die uns ja noch gar nicht akzeptiert hatten. Wir mussten ja erst das Ding für die einsammeln. Hier ging es runter, oder? Ah. Genau, genau. Das war die Sache mit dem Code. Kommt eigentlich unser Typ mit? Oder haben wir den da jetzt zurückgelassen? Da höre ich was laufen, okay. Ich glaube, das ist er. Ah, hier haben wir die ewig 1000 legendären Ghule platt gemacht, die uns verfolgt haben. Hier sind wir richtig. Ja, moin. Bist du noch da? Was? Wir waren ein gutes Team. Das Beste. Wir sehen uns.
Und der Neue hat mich zusammengepflegt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Er hat gesagt, dass er nicht sein Leben für unsere Sache aufs Spiel setzen würde. Ah, Worte. Taten sprechen deutlich lauter als Worte. Naja. Okay, verstanden. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Deacon, sie dir stützen? Locker ist es wahr. Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch untertrieben. Ganze 100 Stück. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Glaube ich. Hab ich doch gesagt, Boss. Sie sind ein Tier. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Ist Glory? Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist Bingo. Also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten sie. Ah. Dazu gehören auch Codenamen. Codenamen? Können wir den aussuchen? Ausputzer, Professor? Mehr Optionen? Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Bullseye, Whisper, Silberzunge. Mal ich zurück. Das ist eine wichtige Entscheidung. Ja. Okay, Professor und Ausputzer klingt beides dämlich irgendwie. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben. Wir sind ja ein Doppelagent. Beziehungsweise eigentlich ja nicht, weil Bullseye Silberzunge. Nennt mich Silberzunge. Silberzunge. Wie passend. Ja. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer Deacon ist bereit, sei also dich zu begleiten. Oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet. Ich weiß es nicht. Können wir den Moment? Willkommen in der Familie. Wir sind ein bunter und durch... Ach ja, wenn du einen Begleiter möchtest... Lass uns doch einfach wieder zusammen losziehen. Also legen wir los. Also, mit dem ziehst du los? Selbstmord. Ein. Stopp. Hancock? Ach, hallo. Also, wir haben den jetzt quasi als Begleiter angeditscht. Legen wir los. Holen uns aber jetzt den Hancock wieder. Hancock? Bist du dir da sicher? Und den können wir dann nämlich ganz in Ruhe nach die Burg schicken. Der Hancock braucht nämlich noch eine Ausbildung. Eine kleine Begleiterausbildung. Erst wenn er gut drauf, wenn ich ihn für würdig akzeptiere, darf er zu unserer Todesschwadron in die Burg zurückkehren und dann ist der Deacon mit seiner Ausbildung dran. Er sagt, dass wir bleiben, bis du weg bist. Nur keine Eile. Hallo. Hey du. Wer bist du? Der neue Krieger? Silberzunge, richtig? Schwer? Was? Was meinst du damit? Ein Krieger. Jemand, der den Scheiß aushält, den das Institut und das Commonwealth auftischen. Und noch Nachschlag verlangt. Im Switchboard hat es also von bösen Jungs gewimmelt. Und von Minen. Stimmt das? Oder hat Deacon mich wieder verscheißert? Tatsächlich nicht, aber, ne? So ziemlich, auf jeden Fall. Das ist heftig. Wie habt ihr das alte Hauptquartier ausgeschaltet? Sagt nicht mit Deacons rein und raus wie ein Geistmist. Krebs schleichen mit Kraft. Mit einer Menge Kugeln und einer Menge Blut. Zum Glück war das Blut nicht meins. So wird das gemacht. Tja, ganz genau. Zu unserer Party. Nach dem, was mit Tommy Whispers passiert ist, brauchen wir einen neuen krassen Typen, der Sachen in die Hand nimmt. Ha. Danke. Jederzeit. Man nennt mich Glory, den Engel des Todes. Das Paradebeispiel für einen befreiten Synth, was? Den man sich nicht anlegt. Was für ein Zungenbrecher. Du kannst mich auch kurz Miss Todesengel nennen. Okay, die müssen wir ausschalten. Leuten. Hier daher ein Ratschlag. Stell dich gut mit Tüfteltom. Der ist vollkommen verrückt, hat aber die besten Sachen. Zur Kenntnis genommen. Pass gut auf dich auf. Okay, die wird wahrscheinlich später noch rausgeknipst. Was ich mich gerade gefragt habe, wir haben hier ja quasi die Reinigung des Commonwealths und Quartiermeister.
für die Bruderschaft, aber sind das wirklich, also mehr müssen wir für die Bruderschaft nicht machen? Ich dachte, die wäre hier so präsent wie in Fallout 3 oder New Vegas. War die in New Vegas auch präsent? Doch, klar, natürlich. Da gab es diesen Untergrundbunker in der Wüste, in diesem Loch. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. Weil da waren die ja gerade, wo man mit dem Monsterroboter bei Fallout 3 rumgelaufen ist oder am Ende sich aussuchen konnte bei New Vegas, ob man die Bruderschaft auslöscht, den Bunker in die Luft fliegen lässt und so Sachen. Und hier müssen wir nur Leute töten und, also, Gebiete säubern und Sachen finden, oder was? Wir machen da gleich nochmal ein paar Quests für. Mein toller Job ist es. Mal gucken, was da gibt, vielleicht ein paar bessere Missionen. Vielleicht müssen wir uns erstmal beweisen, wir sind ja nur Anwärter. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Klar, hoffentlich kannst du mit deiner Minigun umgehen und Kugeln abfangen. Ihr Krieger liebt Pünktlichkeit und Detailgenauigkeit, oder? Da bin ich genau der Richtige. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Was ist das denn? Was kann der denn überhaupt? Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Hä? Ja, was ist denn? Spacko ist. Railroad HQ. Jetzt sind wir endlich da. Im Bauch der Bestie, sozusagen. Ja, mal gucken. Hier ist es. Wir helfen denen mit dem Hintergrund, aber es ist sicher, dass die Bruderschaft immer als erstes kommt. Damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch. Also können wir die hier ausrauben? Danke. Ja. Nehme ich gerne, übrigens. Fände ich echt gut, dass ich mich hier bedienen darf. Die werden hier bald nichts mehr haben. Oh ja. Das hier ist Silberzunge. Er war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Er ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Ich weiß. Ich habe ein paar Leute in... Ich habe einen großen Paladin in der Power-Rüstung im Rücken. Der gute Dance. Ja. Oh, guck mal hier. Gibt es noch mehr Stuff, den man klauen kann. Eine Laborwaage, weißt du? So sehen die aber nicht aus. Was hast du nur hier für einen Scheiß? Kann man hier auch was mitnehmen? Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Cash. Also Danger Cash bedeutet Versteck. Ally ist Verbündeter. Pointer ist Richtungsangabe. Safehouse ist Safehouse. Dead Rob. Deer Drop. Sauberes Wasser vielleicht? Keine Ahnung. Oh, guck mal hier. Da. Ja, ich danke euch, meine Freunde. Wir rauben die hier erstmal aus, bevor wir irgendwas für die machen. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Zünd getroffen. Habe ich tatsächlich schon. Der ist vertraut dir. Aber keiner hat überlebt, um davon erzählen zu können. Was hat die gerade gesagt? Glory. Dieser Ort, wir, das gibt es alles nicht. Und wenn du was anderes sagst. Schön, dass du dabei bist. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Du bist ein scheiß Mit Sint. Aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer für neue Agenten. Ach, stellt euch mal nicht so an, ihr Flaschen. Oh, guck mal hier. Versorgst plus 5% Schaden mit dem Kryolator, den haben wir noch gar nicht. Schön, dich bei uns zu haben. Wäre es so schlimm, die Missionsdaten mal vor dem toten Briefkasten zu erhalten? Nur einmal. Moment, wir kommen gleich zu dir. Das ist doch unser neuester Agent. Ja, ganz ruhig. Wir sind gleich bei dir. Bah, die haben hier offene Särge rumliegen. Boah, sind die hier ekelhaft. Leute, was geht denn mit euch?
Haben wir jetzt alles ausgeraubt? So ziemlich, oder? Guck mal einer an. Wo sollten wir jetzt hin? Der Doktor. Schmiededoktor. Nerv doch jemand anderen. Junge, du hast dein Questing über deinem Kopf. Simone hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt er es dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stern... Ich bin wahrscheinlich der Einzige hier, der vor dem Krieg als Soldat gedient hat. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Ja. Komm zum Punkt. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Gibt es eigentlich auch Menschen, die du magst? Langsam bekomme ich nämlich das Gefühl, dass dir heute Morgen jemand ins Müsli gepisst hat. Oh, ich wusste nicht, dass das hier... langsam fängt er an, Kommentare abzugeben. Das finde ich gut. Ich dachte, wir retten einfach nur Synths. Mein Fehler. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger... Weil ich sonst mein Schrufeln in dein Gesicht ramme. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus. Du Bastard. Fluchttunnel hinten, was? Hier, oder was? Wer bist denn du? Alle Prozesse sind aktiv. Die Pam. Pam! Verarbeite, Agent, Silberzunge. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Glaubst du? Was? Wir sind überladen? Kann gar nicht sein. Nanu, hat dir nicht gerade noch was gelegen? Nein, das machen wir aus. Ach, mein. Du? Du bist mein Schleppsklave. Also erstmal die ganzen Waffen geben wir ab. Das war's. Dann den... Was? Postbotenmütze? Können wir die dem aufziehen? Ich nehme Wünsche. Oh mein Gott. Nee. Hey. Sorry, das geht gar nicht. Nein, muss... Achso, das ist das. Okay. Schrott, Schrott, Schrott. Ich weiß nicht, wie viel er tragen kann. Muss aber viel sein. Er muss ja unser Zeug tragen, alles. Nein! Was ist los? Wie, was ist los? Du bist überladen. Hallo? Was soll ich denn damit... Ah, Moment. Ah, nee, Waffenwerkbank brauche ich. Das ist das hier. Kommst du aus einem dieser Vaults? Wenn ein Plünderer, hast du zu viele Zähne. Wer sagt denn, dass ich... Oh, immer diese kleingeistigen Leute, mal ehrlich, ey. Ach nee, wir haben das ihm ja gerade gegeben. Huch. Bisschen durchsichtig, die Waffe. Wo ist er denn, der Gute? Oh, komm mal her. Hey. Wie klein wir auf einmal sind. Das können wir beides zerstören. Das und das. Hancocks 10 mm. Das sind unsere 10 mm. Die müssen wir unbedingt ausprobieren. Ich brauche einen verbesserten Verschluss. Huch. Aufgepasst. Auf hier passt. Du alte Sack. Ah, Erlöser, Erlöser, Erlöser. Können wir fast einen neuen Erlöser schon zusammenbauen. Was brauchst du? Das werde ich dir gleich zeigen. Wir müssen erstmal hier raus und dann können wir uns weiter unterhalten. Okay. Fluchttunnel. Hier? Wenn man Synths aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Ah.
Aha. Ja, sehr geil. Fluchttunnel. Ich guck nochmal hier hinten, weil hier war irgendwo noch ein Durchgang. Für jeden Synth, der es rausschafft, gebe ich eine Runde aus. Nee, Moment, von hier kommen wir, oder? Nee. Was ist denn das hier? Ey, können wir schießen üben? Batz und Batz. Hallo, er fällt ein. Warum? Oh, da war doch gerade was, was hier. Ah. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. Ja, da steht ein ganzer Haschisch, sind deine Augen so weit geöffnet. Was hatten wir eigentlich dabei? Ich würde gerne mal versteckt sein. Können wir den von hier aus beklauen? Ach, hier laufen viel zu viele Leute rum. Guck mal, was der so hat. Das Institut ist überall. Hallo. Laut Sensorabtastung bist du sauber. Hurra, wir sind insektenfrei. Geht denn bei dem ab? Da bin ich erleichtert. Hey, 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 nicht so schnell. Was? Hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Fragst du ernsthaft, ob ich Lebensmittel esse? Die Lebensmittel da draußen sind gefährlich. Verseucht. Daher baue ich mein eigenes Essen an. Regeneriertes, sauberes Wasser. Nährstoffe aus der Gegend. Oh Gott. Ich nehme nichts zu mir, was ich nicht gesehen habe. So. So bleibt man sicher. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Was macht dieser Irre hier eigentlich? Das wird oft gefragt. Tüfteltom ist ein Genie, wenn es um Technik geht. Aber alles andere... Okay, okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Gut, dann sollen sie halt alles hören und sehen. Okay, okay. Hoffentlich gefällt es dir, dass dein ganzes Leben auf den Zentralrechner des Instituts übertragen wird. Ich gebe mir immer eine Dose Strahlung, um die Blutroboter abzutöten. Strahlung? Das bringt gar nichts, Mann. Egal. Ah, ich muss wieder weiterbauen. Sei da draußen immer auf der Hut. Der Kerl hat doch einen ordentlichen Schatten, oder? Also, das kann mir ja kein Mensch erzählen. Tüfteltom ist an was dran. Tüfteltom ist an was dran, ja. Der hat richtig einen Schuss, der Kerl. Old North Church. Nee, Moment. Fluchttunnel sollten wir nehmen, hat sie gesagt, gell? Alles ruhig. Vorerst. Ist hier die Kacke am Dampf? Nee. Hä? Wo war denn der Achso-Tunnel, Fluchttunnel? Das war hier, gell? Stimmt, der Weg der Freiheit, der Freedom Trail. Naja, schwer war das jetzt nicht, da hinzukommen zu der Kirche. Das ist der tolle Fluchttunnel? Oh, zur Hölle fährt er uns hin, bitte. Was ist das denn? Wo sollen wir denn da flüchten? In die Strahlung und ins Dreckwasser rein, oder was? Alles klar. Ich verstehe. Mann, die Leute hier haben echt einen Schatten von der Railroad. Und so alle miteinander. Sind wir jetzt? Ich glaube, wir müssen dann zuerst mal zur Burg zurück. Um da... Ach nee, guck mal hier. Experte. Ach, locker knacken wir das. Um da mal den ganzen Schrott, den wir mitgenommen haben, abzuladen. Also, wir holen uns zuallererst die Klammern. Klammern. Diese hier. Hier sind zwei. Das war so ziemlich. Extremely
Extremely? Extremely? Nee. Das ist auf jeden Fall nicht. Extrem. Das ist es auch nicht. Das muss es sein. Oder? Verdammt, ich war mir sicher. Aber ich habe das andere Wort auch nicht gelesen. Daher. Zu meiner Verteidigung. Also. Ich nehme alles mit. Was gibt's hier hinten noch? Jawohl, gar nichts. Geil. Ach ja. Terminal. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Ist doch schon offen. Hä? Kam, was das. Ja, gut. Ich frag gar nicht. Ich frag einfach nicht. Na? Oha! Und dieser Stuhl. Der ist eine Plage. Ja, wo hängt's? Ah. Was? Was sind wir denn jetzt? Sind hier Raider oder was? Hä? Okay, was soll der Scheiß? Zur Hölle sind wir? Wir ballerten jetzt da rum. Ach, ihr könnt mich alle mal. Kann ich mich jetzt wegteleportieren eigentlich? Ah, Railroad HQ. Kann man uns direkt hin teleportieren? 9 Leute in der Burg? Das ging schnell. Ich hatte ja den Funkleitstrahl aufgestellt, aber ich wusste nicht, wie schnell das geht. Tja, das war dann wohl... Oh, dieser... so. Okay, mein kleiner Freund. Aufgepasst. Ist reichlich vorhanden. Ja, ist mir klar. Nimm dir alles weg. Oh, komm schon. Danke sehr. So, das lagern wir ab. Dann haben wir noch die ganzen Mods, die kommen da rein. Hilfsmittel. Melone. Naja. Das war's. Okay, also wo ist denn zum Beispiel... Wo sind denn die ganzen Leute? Wenn wir angeblich 9 Leute hier haben, wo sind die denn? Hier läuft einer rum? Das ist die? Hey, General. Werden die Vorräte knapp, General? Da können wir wieder Zeug verkaufen. Fragen, laufende... Nee, wie heißt das? Fahrende Händlerin. Die hat eine ziemlich coole Waffe, und zwar die letzte Minute. Das ist eine Railgun. 50% mehr Körperdeckschaden. Kostet aber halt sau viel. Ich will erstmal ein bisschen Geld sparen. Okay. Das und das konnte weg. Dann Hilfsmittel. Na? Verkaufen wir ein paar Sachen. Also, das kommt weg. Das nicht, das auch nicht, das hier, das und das und das. Und das hier.
Das. Ja. Okay, das nicht. Die Nudelschalen, ja, definitiv. Allerdings. Oh, genau 618. Das ist sehr gut. So. Da hätten wir jetzt noch ein bisschen Zeug über, was wir verkaufen könnten, aber ich wüsste auch nicht wo. Moment, er hat doch gerade 9 Leute angezeigt, oder? Da oben steht's doch. 9 Leute. Wo sind die denn bitte alle? Sag nicht, die schlafen. Dann werde ich echt irre. Was? Nein, ich will nichts. Hallo? Moment, wo war denn der Schlafraum? Okay, okay, die Powerrüstung müssen wir so oder so reparieren. Können wir das auch gerade machen? Na nu? Ach so, wir haben es Ende der letzten. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir die repariert hatten. Sieht aber noch gut aus. Top in Schuss. Ich würde Stimmt, Moment. Ich kann da jetzt diese Dinger bauen. Hier zum Beispiel. Läden. Waffen. Oh, das ist geil. Das ist sehr geil. Kannst du mal da weggehen? Ich finde, die Händler sollten hier reingehen. Die Frage ist nur, haben wir es gerade. Kannst du mal da weggehen? Alter. Aufgepasst. Du. Du musst es nur. Guck dir das an. Alles. Geh dorthin. Du gehst jetzt mal nach da hinten. Geh. Geh weg. Ja, da liegst du gut. Okay. Ich weiß nicht, ob das gerade ist, so wirklich. Aber nee, ist schon ziemlich gerade. Warte mal, würde hier noch was hinpassen, theoretisch? Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Verkäufer. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ich kann es nicht bauen, aber... Na, verdammt. Na dann, werden wir den hier erstmal zuweisen. Zu dem neuen... Ich dachte mir, den sogar hier hinstellen. Ich mach das gerade mal. Sieht das gut aus? Würde ich sagen. Okay, du bist jetzt Händler, allerdings im Waffenkaufhaus hier drin. Benötigt? Hä? Ah, okay. Können wir den ganzen Kappes nämlich verwerten. So, jetzt kann ich die Sache mit dem... Der Verkäufer könnte dann hier theoretisch Platz haben. Ich muss das erstmal so ungefähr gerade. Ein Stück weiter nach hinten, damit es da links nicht an dem Stein quasi hängt. Oh, perfekt. Da hätten wir hier 2 Top. Okay, der hier ist tatsächlich noch ein bisschen weit vorne. Aber das macht eigentlich gar nichts, weil man kommt hier runter und das ist direkt das Ding. So, wir gucken mal, was der so hat. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Das will ich hoffen. Zeig mal, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Er hat auf jeden Fall 0, ja. 0 Dinger. Und er hat aber sau viele Waffen im Angebot. Leck mich am Arsch. Huiuiui. Was war das gerade? Ah, okay. Granaten. Bullet. Viel Zeug. Er hat immer noch das, was wir ihm verkauft haben. Deswegen hat er auch kein Geld mehr. Stimmt. Okay. Wo sind die anderen? Moment, wie viel Uhr ist es überhaupt? Okay, es ist 6 Uhr abends. Dann würde ich mal sagen, wir stellen mal hier unsere Power-Rüstung hin.
gehen in den Schlafraum, der... er müsste... da hinten sein. Kommt das hin? Oh. Bingo. Dann schlafen wir hier mal und beenden mal die Folge. 14 Stunden. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dahin.